Grüß euch, herzlich willkommen. Hier ist wieder die Jenny aus dem Allgäu mit ihrem Handarbeitspodcast Wolliges Geplauder. Ich zeige euch hier, was ich in der letzten Zeit gehandarbeitet habe. Heute geht es dabei ums Stricken und auch ein bisschen ums Nähen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, egal ob ihr zum ersten Mal hier zu mir findet oder ob ihr schon oft dabei seid. Für die, die schon länger dabei seid, ja, es war jetzt wieder eine ganz schön lange Pause dazwischen, ich weiß. Aber es war für mich die letzten Wochen keine Zeit zum Aufnehmen. Also sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch von meiner Stimmungslage her, von meinem Befinden her. Aber heute habe ich wieder die Zeit und auch die Lust aufzunehmen und freue mich jetzt, euch alles zu präsentieren, was die letzten Wochen so ja, gewerkelt worden ist und auch zu erzählen, was sonst so passiert ist. Ich fürchte, das wird jetzt ein bisschen eine längere Folge werden, weil wir müssen ja einiges aufholen. Ja, zunächst mal nochmal danke für all die netten Antworten vom letzten Mal. Zwei Dinge noch als Nachtrag. Einmal, ich hatte ja so Sorgen mit meinem Arboreal-Sweater, dass die Farbe ausblutet. Und ja, ich habe ihn dann ganz mutig gewaschen, direkt nach dem Podcast. Und was soll ich sagen? Überhaupt kein Problem. Also, der ist inzwischen schon zweimal gewaschen worden, weil ich ihn fleißig getragen habe. Ich liebe diesen Pullover. Den mag ich total gern tragen und ich finde ihn total angenehm, auch von der Wolle, auch wenn sie für manche vielleicht ein bisschen kratzig ist. Aber ich mag die gerne und ist kein bisschen Farbe ausgelaufen. Also, der schaut wirklich noch einwandfrei aus. Und der zweite Nachtrag noch, da haben wir jetzt, ich glaube, zwei oder drei Zuschauerinnen haben sich bei mir gemeldet, dass sie so irritiert waren, wer es geklingelt hat bei mir. Da kam ja ganz am Ende kam der Freund von meiner Tochter und ich wollte dann nicht nochmal unterbrechen und aufmachen und meine Tochter stand unter der Dusche und hat nichts gehört. Und die haben mir geschrieben, oh, es hat dann geklingelt bei dir im Video und ich bin zur Tür gerannt, weil ich gedacht habe, bei mir hat es geklingelt. Fand ich sehr, sehr lustig. Aber ich denke heute klingelt es nicht. Also ich erwarte niemand, dass jemand kommt oder auch meine Tochter ist nicht zu Hause. Also ich nehme mal an, dass nichts klingelt. Und falls doch jemand klingelt, sage ich euch Bescheid, dass das jetzt eben nicht bei euch ist, sondern hier bei mir. Dass es zu keinen Missverständnissen kommt. Ja, aber dann fangen wir doch gleich mal an. Und zwar mit den Dingen, die ich fertig habe. Das erste, was ich fertig habe, seht ihr hier schon um meinen Hals. Ja, man kann es so nicht so erkennen, aber wenn ich mich da auswickle, was ich jetzt eben schnell mal mache, dann werdet ihr erkennen, was das ist. Das ist nämlich der aktuelle Kunkelkarl, das Tuch Belated Harvest von der Sandra Maschengedöns. Die hat es designt und ja, ich habe mitgestrickt, wie bei den anderen Kunkelkarls auch. Hat wieder total Spaß gemacht, in der Gruppe zu stricken und motiviert auch wirklich fertig zu werden. Also es sind manche so Stellen, wo ich schon Durchhänger hatte, weil es jetzt, finde ich, nicht so spannend war zu stricken. Aber ja, durch das, dass man ja fertig werden möchte mit den anderen, beißt man sich da durch und mit dem Ergebnis am Ende bin ich sehr zufrieden. Also es ist ein riesig großes und vor allem langes Tuch entstanden. Ihr habt ja gesehen, ich kann mir das glaube dreimal komplett um den Hals wickeln. Und ja, dann bleibt alles schön warm hier. Ja, ich zeige es euch mal so von vorne bis hinten. Man hat hier angefangen mit dem Kraus rechts, dann dieses erste Strukturmuster, dann dieses Muster hier hat sich immer wieder wiederholt. Ja, in drei verschiedenen Farbkombinationen, so sieht das ganz schön. Dann wieder zur Erholung ein Kraus-Rechtsteil, dann wieder ein Strukturmuster, diesmal in anderer Form und anderer Form und anderer Farbe. Das wurde getauft die Traktorspuren, genau. Dann der Teil, der sich wiederholt, diesmal eben in Petrol oder Türkis. Dann wieder ein Kraus-Rechtsteil, dann der Maschendrahtzaun. Der war ein bisschen tüftelig zum Stricken, weil man, man hat auf der Rückseite irgendwie dran denken müssen, was auf der Vorderseite passiert, ohne das zu sehen. Also habe ich ein paar Mal zurückstricken müssen, weil ich dann doch wieder mich verzählt habe.
Aber letztendlich habe ich es dann hinbekommen und das Ergebnis ist es auf jeden Fall wert. Der schaut schön aus. Dann habe ich nochmal dieses Muster und wer hier genau hinschaut, sieht auch den Fehler. Hier habe ich aus Versehen zwei breite Rippen gestrickt in diesem Grau statt einer. Aber das war mir dann wurscht. Ich habe es dann so gelassen und habe dafür ganz frech den letzten Krausrechtsteil verkürzt, weil das Tuch eh schon ewig lang ist. Und am Ende kam dann eben noch dieser I-Cord hin, der dem Ganzen einen schönen Abschluss gibt. Ich habe mir noch überlegt, ob ich rundherum einen I-Cord mache. Würde sicherlich auch schön schauen, aber ganz ehrlich, ich war zu faul dazu. Ja, also, das ist das ganze Tuch. Und ich sage euch jetzt noch schnell, mit was für einer Wolle ich das gestrickt habe. Ich habe inzwischen mein Bullet Diary zum Stricken. Habe ich angefangen und ihr seht, da ist schon einiges drinnen. Ich weiß nicht, wie das dann am Ende ausschaut, weil ich immer die Wolle mit reinklebe und die Banderolen zum Teil. Und dann ist es natürlich schon etwas, ja, es flufft dann so ein bisschen auf. Gut. Ja, mit was habe ich gestrickt? Dieses melierte Garn, das hier. Das ist ein Garn, das ich mal geschenkt bekommen habe. Es heißt Aggertalsperre 2. Seltsamer Name für eine Wolle, aber gut. Die Färberin hat sich bestimmt dabei was gedacht. Es ist von Herbstblatt Regina. Merino Extra Fein mit ein bisschen Polyacryl drin, also so ganz normales Sockenwoll. Ausstattung und davon habe ich 76 Gramm gebraucht. Das Graue, so sieht man es ganz gut. Genau, das Graue ist von Irish Fairy Tales, die Merino Seidenmischung in der Farbe Fock. Davon habe ich 66 Gramm gebraucht und dann noch dieses Türkise hier. Zeige ich euch die Rückseite. Das hier, das ist eine Wollmeise mit dem Namen Sabrina in der Ausstattung pur, also reine Wolle. Und davon habe ich 49 Gramm gebraucht. Ja, habe also noch von jedem einiges an Wolle übrig. Mal schauen, vielleicht wandert es mal in irgendein schönes Resteprojekt hinein. Also man könnte da wirklich noch was draus machen. Oder ich mache mir vielleicht sogar mal noch passende Armstulpen oder eine Mütze dazu. Ja, also das ist mein erstes fertiges Projekt. Und ich glaube, ich wickle mir das jetzt doch wieder um den Hals, damit ihr auch ein bisschen Wolle seht hier. Haare raus. Ja, genau, so kann man das auch lassen. So kann ich es eigentlich sonst nicht tragen, weil jetzt nämlich, ja, muss ich bloß aufpassen, dass meine Teetasse nicht runterfällt, weil nämlich die Enden da ewig weit runterhängen. Ja, das zweite Projekt, was fertig geworden ist, das habt ihr letztes Mal schon in fast fertigem Zustand gesehen. Und ich habe gesagt, das möchte ich im Februar noch fertig haben. Und ich habe es geschafft. Yeah, da war ich ganz stolz. Chaka chaka. Meinen Uhuru. Der ist inzwischen auch gewaschen und gebadet. Passt wunderbar. Ich habe ihn auch schon ausgeführt. Vielleicht hat ihn der ein oder andere, wo zuschaut. Naja, so viele werden es nicht sein. Aber vielleicht auch schon live gesehen. Und das Schöne an diesem Pullover ist ja diese Rückenpassee mit diesem Dreieck und dieser gefägten Rückennaht. Ich glaube, ich habe ihn bisher immer mit offenen Haaren angehabt. Also dieses Dreieck ist noch überhaupt nicht zur Geltung gekommen. Ich muss da wirklich mal dran denken, wenn ich den trage, dass ich dann meine Haare hochstecke. Weil sonst sieht man davon eigentlich nichts. Ich habe den ziemlich nach Anleitung gestrickt. Der ist von der Leni Heu. Eine Kaufanleitung der Belated Harvest ist übrigens auch eine Kaufanleitung und ich habe dazu verwendet von Miss Lamotte ein Single Garn in der Farbe Botanicus. Das Garn kommt aus Südafrika und das war enorm sparsam. Also es hatte eigentlich gar keine so lange Lauflänge angegeben. 360 Meter pro 100 Gramm habe ich mir gedacht, na, da braucht man bestimmt einiges oder vielleicht liegt es auch an der Anleitung. Auf jeden Fall habe ich nur 215 Gramm. Also ich habe jetzt fast noch, ja, also ich habe vier Knäuel bestellt und habe jetzt noch fast kommt zwei komplette Knäuel übrig.
und bin am Überlegen, vielleicht, dass ich da noch was draus stricke. Ja, habe schon was im Kopf, aber davon mal irgendwann später, wenn es dann tatsächlich soweit ist. Und gemischt wird das Ganze dann mit Kitzsilk, dieser Mohairgarn von Drops ist es in der Farbe 19, das heißt, das ist so dunkelgrün und davon habe ich 87 Gramm, also sind 25 Gramm, also knapp vier, ein bisschen weniger als vier Knäuel gebraucht. Also auch da habe ich noch einen kompletten Knäuel und noch ein bisschen was übrig. Ja, ich habe es den ziemlich nach Anleitung gestrickt. Zwei Modifikationen habe ich drin. Ich habe unter dem Arm auch so eine Fake-Naht gemacht, wie am Rücken, also unter beiden Achseln an der Seite, weil mir das gerade so gefallen hat. Die Idee habe ich auch von der lieben Brigitte geklaut, die hat es auch gemacht. Und ich habe die I-Cords hier oben am Ärmel und unten ohne das Kitzsilk Mohair gestrickt. Also das ist nur das reine Single Merino Garn und ich finde, das kommt dann auch ganz gut raus. Das ist auch nicht so bollig und ja, und irgendwie hat es auch farblich noch so ein bisschen einen Kontrast. Das ist die Rückseite im Übrigen, ist nicht so schön. Ja, also bin ich total zufrieden. Ich finde die Farbe total klasse, mag ihn total gerne, trägt sich wunderbar, hat sich total schön waschen lassen. Ja, aber rein wettermäßig ist die Saison jetzt leider dafür vorbei. Und ja, darum habe ich ihn ja schon ein paar Mal ausgeführt. Und ja, vielleicht kommen noch ein paar kalte Tage oder vielleicht auch mal so statt Jackenersatz zum Drüberziehen, wenn man spazieren geht, könnte man den auch sicherlich ganz gut anziehen. Ja, also das ist das zweite fertige Projekt. Ich schmeiße das jetzt mal so rüber. Gut. Jo, dann was habe ich auf den Nadeln? Ja, ich bin jetzt mal mehr, mal weniger zum Stricken gekommen. Und letztes Mal habe ich euch meine Decke gar nicht gezeigt, meine Sockenwolldecke. Deswegen hole ich das jetzt nach. Und das, was ihr hier seht, ist seit dem vorletzten Podcast wohl passiert. Und hier sind ganze fünf Vierecke dazugekommen. Also hier war ich das letzte Mal. Und ja, die fünf sind dazugekommen. Das ist. Und das da, die zwei sind aus dem Adventskalender von Opal, den ich mir dieses Jahr oder letztes Jahr, muss ich inzwischen sagen, gekauft habe. Also man sieht es immer schon so von der Struktur her, dass die daher sind. Obwohl, nein, das glaube ich ist, nee, das ist glaube ich von der Christa. Das habe ich von einer der lieben Christa geschenkt bekommen. Das ist kein Socken, kein Adventskalendergarn. Nein, nein, das habe ich von der Christa. Das war so ein ziemlich pinker Knäuel und ich war dann verwundert, weil ich dachte, das ist einfarbig und dann kommt doch so ein bisschen ein Muster raus und auch recht hübsch. Und das ist aus dem Kalender und das da ist von mir irgend so ein Sockenwollrest, den ich mal übrig hatte und gefunden habe. Das da ist wieder aus dem Kalender und das ist auch aus dem Kalender. Und mein Ziel war ja oder ist ja, in 3 Monaten immer eine Reihe voll zu bekommen. Mir fehlen jetzt noch 3 Quadrate. Und ja, wir haben noch, heute ist der 21., heute ist Frühlingsanfang. Juhu. Ja, und ja, 10 Tage habe ich noch. Ich glaube, das schaffe ich. Das Ziel habe ich mir gesetzt und das möchte ich auch einhalten. Dann ist die 5. Reihe voll und beginne dann im April mit der Reihe Nummer 6. Falls ihr Fragen zu der Decke habt, wie ich die stricke, einfach mit mir bitte schreiben. Ihr findet mich unter den angegebenen Adressen, die hier unten in der Infobox sind, oder einfach einen Kommentar ans Video dranhängen. Jo, was habe ich dann noch? Also mein Hauptprojekt im Moment, das ich auch im März fertig haben möchte. Also ihr seht, ich setze mir tatsächlich Ziele und ich glaube, auch das schaffe ich ganz gut. Das ist von meinem selbst ausgerufenen Jahreskarl 6 in 2019. Also 6 Projekte in 2019. Und da war im Januar, Februar die Nummer 1 wurde gezogen. Das war für mich ein UFO.
aus dem Pompom Magazin. Ich weiß nicht mehr, welche Ausgabe das war. Die Jacke Anniversaire von Vera Välimäki. Die habe ich, glaube ich, 2015 oder 16 begonnen. Und ja, und ich bin inzwischen nahe an der Vollendung. Ja, ich habe euch letztes Mal war ich hier am Kragen, den habe ich inzwischen fertig gestrickt. Da ist jetzt der Markierer, den tue ich jetzt dann auch gleich mal raus. Ah, also den Kragen habe ich da noch fertig gestrickt. Da muss es dann bloß noch irgendwo schön hin gebügelt werden, aber der fällt eigentlich recht schön, weil er hier oben breiter wird und hier geht er dann schön in diese Blende über. Dann habe ich schon den ersten Arm dran gestrickt. Auch da bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also ich hatte ja da so ein bisschen Bedenken, weil die Armausschnitte relativ groß waren. Aber das hat sich eigentlich ganz gut ergeben. Und ich finde die Methode, wie man die einstrickt, finde ich echt genial. Also man strickt das ganze Ding ja von oben nach unten. Aber es ist kein Raglan, sondern es hat wirklich so Schultern. Und man hat begonnen hier mit diesem Schulterzopf. Hier kann ich das vielleicht so ein bisschen zeigen. Genau, also man strickt erst dieses Fitzelchen, also ich bin da etwas ratlos dran gestanden, was das jetzt dann soll, zweimal. Und dann schlägt man da, greift man Maschen aus für Vorder- und Rückenteil, kommt dann unten unter der Achsel zusammen, sodass man dann den Körper komplett hat. Und jetzt für die Arme nimmt man natürlich hier oben die Maschen vom Zopf aus auf und eben aus dem Arm. Und dann wird mit verkürzten Reihen wird hier die Armkugel geformt. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Und man kann dann auch schön gleich das Zopfmuster integrieren. Und hier unten kommt so ein breites Bündchen hin. Und ich finde, es gibt eine sehr, sehr schöne Passform. Und beim zweiten Arm bin ich auch schon ganz fleißig dabei. Da bin ich jetzt gut bei der Hälfte. Also hier. Blass von der Farbe her und ihr seht, ich stricke es mit meinem Nadelspiel und habe viele Maschenmarkierer drin, dass ich die Zöpfe nicht vergesse zu machen. Vergesse ich trotzdem ab und zu, aber ja, aber meistens muss ich nicht zurückstricken, also geht schon ganz gut. Es hält allerdings furchtbar auf, also man muss ja nicht jede Runde verzopfen, das geht eigentlich schon, aber dieser Zopf, der frisst unheimlich viel an Länge. Das heißt, man muss einfach länger stricken, bis man dann irgendwo zum Ende kommt. Und ja, es ist im Moment so ein bisschen eine Geduldsarbeit für mich. Aber ich habe mir das Ziel gesetzt, diesen Monat möchte ich fertig werden. Ich möchte diese Jacke am 31. März zur Kunkelstube in Illerbeuren anziehen. Das ist mein Ziel. Das heißt, wäre gut, wenn ich nächste Woche so Mittwoch, Donnerstag fertig bin, weil dann sollte das Ding ja auch noch baden und ein bisschen trocknen, damit es dann eben soweit fertig ist. Aber ich glaube, doch, ich glaube, ich schaffe das. Ja, die Anleitung habe ich schon gesagt. Vera Välimäki, das Garn ist irgendwie ein Überbleibsel von, wer weiß wann, keine Ahnung, wo ich dieses Garn bestellt habe. Nadelstärke ist 4,0 und die Bündchen strickt man mit 3,0. Also da ist ein ziemlicher Unterschied zwischen der kleinen und der großen Nadelstärke, weil beim Zopfen soll es eher ein bisschen lockerer sein und bei dem Kraus-Rechts-Teil etwas fester und das kommt eigentlich ganz gut raus. Dann setze ich meinen Maschenmarkierer wieder rein und ich hoffe, ich kann euch beim nächsten Podcast diese Jacke in fertigen Zustand zeigen. So, dann wo machen wir weiter? Noch ein Karl. Und auch da bin ich ein bisschen weiter gekommen. Das ist der Süden strickt Karl, dieses Süden strickt Tuch, eine Kaufanleitung von der Melanie Mielinger, die dieses Tuch extra für unsere Süden strickt Gruppe designt hat. Einige sind fertig, das habt ihr dann vielleicht auch schon gesehen. Ich als Strickschnecke hänge natürlich hinten dran, aber zur Beruhigung habe ich gesehen, dass andere auch noch nicht so weit sind und noch nicht alle fertig sind. Das ist das Tuch. Es ist sehr interessant zu stricken, finde ich, und kommt auch sehr schön raus.
Wir haben so, ich nenne das immer diese Nupsis da, also sind so mit verkürzten Reihen. Dann kommt dieses schöne Hebemaschenmuster. Dann kommt der Zopf, der jetzt, ich zeige es euch schon richtig rum, ja, der so ein bisschen den Rand so, ich weiß es nicht, wie es bei den anderen ist, also das gefällt mir jetzt so vom Rand her nicht so unbedingt. Muss ich mal noch gucken, ob ich das irgendwie verändern kann, vielleicht irgendwie hinnähen, hinbügeln, hinspannen, keine Ahnung. Ja, und der Zopf hat auch ziemlich viel Zeit gekostet. Also, aber er ist jetzt fertig. Kommt dann noch mal ein Zopf da. Genau, da war ich das letzte Mal. Da seht ihr den Markierer, da war ich hier mitten im Zopf. Den habe ich also dann beendet. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Zopf ehrlich gesagt mache, weil der wäre dann in Schwarz. Und das ist jetzt auch nicht so gerade der Knüller. Aber auf der anderen Seite gehört der schon irgendwo dazu. Und ich finde, der gibt schon auch einen schönen Abschluss. Und ist auch was Besonderes an dem Tuch, weil so quergestrickt, das hat man ja öfters. Auf jeden Fall hat man dann an dem Zopf wieder Maschen aufgenommen und es geht jetzt wieder weiter mit den Nupsis. Das heißt, hier kommt nochmal eine schwarze Nupsi-Reihe und dann kommt dieses Hebemaschenmuster, aber eben dann mit Orange und Cremefarben. Ja, dieses Garn, das ich dafür verwende, ist etwas, was ich so in meinem Wollvorrat gefunden habe. Und zwar ist das Drops Alpaka Silk, das Weiße und das Schwarze. Ich glaube, das sollte irgendwann mal einen Pullover für meine Tochter draus werden, den ich dann aber wieder gelassen habe, weil ich irgendwo das Gefühl habe, wenn ich ihr einen Pullover stricke, zieht es ihn dann eh nicht an und das ist mir dann eigentlich zu blöd, das zu stricken, muss ich ehrlich sagen. So junge Damen haben ja doch ihren eigenen Kopf, was Mode angeht. Und selbst wenn sie ihn dann bloß zweimal anzieht und dann nicht mehr mag, ist mir das eigentlich im Moment zu viel Arbeit. Also nein, würde ich jetzt so nicht machen. Wenn sie jetzt vielleicht mal ein bisschen älter ist und vielleicht dann konstanter ist in ihrem Modegeschmack, da stricke ich ihr dann sehr gerne was. Und das Orange ist auch Drops, aber Drops Alpaka ist das, glaube ich, oder? Ich glaube mal, muss ich schauen. Ja, Drops Alpaka ist das. Nadelstärke habe ich hier 3,25 mit meinen Charou-Nadeln. Die sind noch heil, da hat noch keine Katze dran rumgenagt. Sind nicht bei allen Nadeln bei mir. Ja, das ist also dieses Projekt. Dann wird es schon ein bisschen mager, weil ich habe an einigen Projekten nicht großartig weiter gestrickt. Also ihr kennt vielleicht noch diese Aileas-Jacke, wenn ihr mir letztes Mal zugeschaut habt, diese graue Jacke aus dickem Garn. Da ist nicht viel passiert, da habe ich vielleicht so viel gestrickt. Aber sie ist trotzdem noch präsent und ich stricke natürlich dran weiter. Aber die rote Jacke hat jetzt einfach mal Priorität. Wo ich gar nichts weiter gestrickt habe, ist bei der roséfarbenen Jacke aus dem Flauschgarn, der Selenit Cardigan. Da ist keine Masche dran gestrickt worden, aber die möchte ich, wenn die rote Jacke ist, möchte ich die dann als nächstes fertig machen. Und wo auch nur ein paar Reihen passiert sind und wo ich so ein bisschen Bauchkrummeln habe, ist mein Bobbles-Tuch von Andrea Mori. Ich bin inzwischen bei der Abschlusskante, also das Lace-Muster habe ich abgeschlossen. Da war ich, glaube, letztes Mal. Ist vielleicht dann so viel passiert. Und bei der Abschlusskante mit dem Brioche-Teil und mit den Noppen, da habe ich ein paar Reihen gestrickt. Ich glaube, ich habe die erste Noppenreihe gestrickt und das ist so was von langwierig. Also ich glaube, da muss ich wirklich Lust und Laune haben, daran weiter zu stricken oder ich muss mich irgendwie dann austricksen, dass es heißt, ich muss da jeden Tag oder jeden zweiten Tag ein oder zwei Reihen stricken, damit das irgendwann fertig wird. Ich glaube, es macht schon Spaß, wenn man sieht, was entsteht, aber jetzt so für den Anfang fand ich das extrem anstrengend. Also ich hatte auch irgendwo keinen Kopf dafür oder keine Lust, daran zu stricken. Deswegen liegt das im Moment auch etwas brach. Aber kommt Zeit, kommt wieder der Strickmojo für das Tuch zurück. Da bin ich mir ganz sicher.
Jo, was habe ich denn noch gestrickt? Genau, und ein letztes Projekt, das ihr auch noch kennt, das ist das jüngste Projekt auf meinen Nadeln, also von dem, was ihr kennt. Und zwar sind das die Valentines, der Valentines Cast-On. Hier habe ich Socken angeschlagen für meine Tante und Taufpatin. So ist es mal gedacht. Ich glaube auch, dass sie es bekommt. Oder vielleicht bekommt es auch jemand anders. Ich weiß es noch nicht sicher. Aber ich möchte die Socken auf jeden Fall verschenken. Und da bin ich inzwischen soweit. Das ist das Broken Seed Stitch Muster. Findet ihr, wenn ihr das eingebt, ganz, ganz viele Anleitungen, sowohl als Video als auch ausgeschrieben im Netz, im Internet. Deswegen brauche ich das jetzt gar nicht so erklären. Es ist super einfach zu stricken. Es ist kein Colorwork, es ist auch kein Hebemaschenmuster, sondern es sind nur rechte und linke Maschen. Und das macht es wirklich einen super tollen Effekt. Ich habe hier, es kommt hier toll raus bei dem Licht, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Also ich habe hier zweierlei Wolle verwendet. Einmal dieses dunkle Lila. Ich zeige euch mal die Wolle vielleicht so. Das ist von Drops Fabel, also die Drops Sockenwolle. Und das andere ist auch Drops Fabel in so einem melierten Ton. Die hat relativ langen Farbverlauf. Ist nicht so arg scheckig, sondern nur ein bisschen. Und das kommt eben dann so raus. Und ich habe hier meine normale Herzchenphase gemacht, die ich immer mache. Und bin jetzt gerade so bei den Spiegelabnahmen. Da bin ich, denke ich, in zwei, drei Abnahmen bin ich da auf jeden Fall fertig. Ja, also so viel ist nicht passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal war. Ich glaube, da war ich hier ganz oben beim Bündchen irgendwo. Das ist so mein Mitnahmeprojekt. Und dieses Wochenende werde ich auch einiger, also unterwegs sein. Da wird auf jeden Fall diese Socke mich begleiten. Und ich hoffe, dass ich da vielleicht die erste dann mal fertig bekomme. Aber das eilt überhaupt nicht. Wie gesagt, wenn ich unterwegs bin, nehme ich diese Socke mit und die wird dann eben fertig, wenn es dann soweit ist. Ob das jetzt diesen nächsten oder in 3 Monaten ist, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Nadelstärke für Socken nehme ich immer 2,25. Das ist so meine gängige Sockenwollstärke. Ja, dann habe ich 2 Dinge neu angeschlagen. Einmal brauchte ich etwas, was mich so ein bisschen ablenkt. Gut, das Bobbelstuch hätte mich auch abgelenkt, aber es hat mich dann mehr genervt als abgelenkt. Und ja, und da komme ich dann auch dazu zu meinem ersten Wolleinkauf, den ich euch jetzt so zwischendrin auch noch vorstellen möchte. Ja, ich brauchte irgendwie Ablenkung, ich brauchte irgendwie auch etwas, was mich ein bisschen bei Laune hält. Ach Mist, jetzt ist mir da die Nadel rausgezogen. Moment, jetzt muss ich mich leider kurz konzentrieren. Aber ich bin gleich wieder für euch da. Ich versuche jetzt da alle Maschen halbwegs aufzunehmen. Wie konnte jetzt das passieren? Ich habe es auch schon länger noch mal in der Hand gehabt. Aber so, glaube ich, jetzt habe ich es einigermaßen. Und wo ist die Nadel hin? Auf jeden Fall habe ich mir dann Wolle bestellt und zwar war es irgendwie so, typisch, wie man halt so ist. Man liest so seine E-Mails und dann gab es so einen Hinweis, ja, dass es dann von Holstgarn gibt es neue Angebote und man dachte, ach Holstgarn, das könntest du doch mal wieder gucken. Holstgarn habe ich immer so als bisschen kratzig in Erinnerung und da gab es aber jetzt dann andere Qualitäten, die mich interessiert haben und da habe ich zugeschlagen und zwar habe ich diese 2 Schönheiten gekauft. Bei Holzgarn finde ich einfach die unglaubliche Farbvielfalt finde ich toll. Also man hat ein wahnsinnig großes Farbspektrum, wo man auswählen kann. Und die Wolle an sich mag ich eigentlich auch sehr gern. Sie ist wie gesagt ein bisschen robuster. Also wenn man jemand sehr empfindlich ist, würde ich es jetzt vielleicht nicht empfehlen oder nicht jede Wolle. Die hier ist allerdings geht eigentlich ganz gut. Und zwar ist das aus Kaschmir, 5% Kaschmir.
und 95% Wolle und läuft unglaublich lang, 333 Meter pro 50 Gramm. Heißt, wie heißt du denn? Nobel heißt sie, genau. Das ist die Farbe Whisper, das ist weiß, und das ist die Farbe Peacock. Ja, und was wird daraus? Und zwar möchte ich mir Handstulpen stricken. Ich glaube, die heißen Mayfield Knits. Muss ich jetzt gerade mal schauen. Von Erika M. Häuser ist die Designerin. Mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein. Diese Vorbereitung ist alles. Da steht alles Mögliche drauf, aber nicht das, was ich wissen will. Vielleicht auf der Seite. Ja, Mayfield Mitz. So heißen die Dinger. Und schauen sehr, sehr schön aus. Es ist also dann ein Vogel drauf. Also so ein komplett mit Colorwork. Ich habe jetzt leider kein Foto da und ich möchte euch den Chart nicht zeigen, weil das eine Kaufanleitung ist. Aber ich zeige euch soweit, wie ich es mal gestrickt habe. Und zwar bin ich hier. Also das ist hier unten. Sind auf 2,0er Nadeln, also sehr, sehr mini alles. Aber ich habe es mit 2,25 erst probiert oder 2,5. Da war mir das alles viel zu weit. Und mit 2,0 finde ich, kommt es ganz gut raus. Und ich habe hier, kommt so eine Blütenranke, die nach oben geht. Und dann kommt eben noch ein Vogel hin mit aufgefächerten Flügeln ganz oben. Und das ist die Innenseite, da kommt so dieses, wie bei vielen Handschuhen ist, so dieses klassische Sternchenmuster hin. Ja, das war so, ist so ein Projekt, das hat jetzt auch keine Priorität, das passt sogar auch da ganz gut dazu, sehe ich gerade. Kann ich dann, dann zusammen eben tragen. Hat es keine Priorität für mich, weil da muss ich mich konzentrieren, das ist was, wenn ich irgendwo was brauche, wo mich ein bisschen vom Kopf her mitnimmt und mich auf andere Gedanken bringt oder einfach, wo ich mich so ein bisschen meditativ ins Stricken vertiefen kann, ohne an was anderes zu denken. Ja, das zweite Projekt, was ich angefangen habe, da kommt auch ein Wolleinkauf noch dazu. Und zwar, ach, da setze ich gleich mal noch an, und zwar was mit dem Wolleinkauf zusammenhängt. Ich habe ja schon mal erzählt, wo ich euch den Uhuru gezeigt habe. Ich war auf einem Wollfest, und zwar auf dem Wollfest in Kieselbronn. Das ist in der Nähe von Stuttgart oder hinter Stuttgart von mir aus, also ein ganz schönes Stück weit weg. Aber wir sind dorthin gefahren, zusammen mit ein paar Mädels aus der Kunkelstube. Die Anja war dabei, die Brigitte war dabei, ihr fabelhafter Mann ist gefahren, fand ich super toll. Und die Annette von The Nerd Knits war noch dabei mit ihren zwei Kindern. Und wir hatten dort einen ganz, ganz tollen und netten Tag. Haben dort auch viele andere getroffen, vielleicht auch die ein oder andere, wo mir jetzt zuschaut. Ich grüße dich hier, wenn du mir zuschaust. Und ja, war ein kleines Wollfest. Am Anfang war unglaublich viel los. Man hat sich so ein bisschen durchdrängeln müssen, aber mit der Zeit ist es dann auch weniger geworden. Was ich sehr schön dort fand, die Organisation, dass man schön sitzen und stricken konnte und sich unterhalten konnte. Weil ich finde, das ist ja bei einem Wollfest, gehört es auch mit dazu, dass man eben nicht nur dahin geht zum Einkaufen und Wolle anschauen, sondern eben auch, um gemeinsam zu stricken. Das ist wie ein großes Sticktreffen mit Wolleverkauf. Ja, und da haben wir dann auch diese Zeit genutzt, und die waren ganz viel. Ich zähle jetzt gar nicht auf, wer alles da war. Also, weil ich dann bestimmt wieder ganz viele vergesse, und das möchte ich jetzt nicht, aber ich grüße alle ganz lieb eben, die da waren. Und ja, und mir hat es eben gut gefallen, und natürlich auf einem Wollfest muss man auch ein bisschen was einkaufen, wobei ich mich sehr zurückgehalten habe, weil erstens möchte ich dieses Jahr ein bisschen wenigstens weniger Wolle haben am Ende vom Jahr im Regal als am Anfang, und zweitens kommen ja noch ein paar andere
Wollfeste und Events, wo man auch noch einkauft. Aber projektbezogen habe ich für ein Pullover habe ich eingekauft, und zwar für den Spector. Der hat mir von Anfang an gut gefallen und ich wollte ihn auch ungefähr so in dieser Farbe haben, also zumindest so mit einem hellen Farbton oben, also so weiß, und dann nach unten, was das unten ist, ob das dann ins Blaue, ins Grüne, ins Rote oder sonst was geht, da war ich jetzt nicht so festgelegt. War gar nicht so einfach, da was Passendes zu finden, also ich habe mir das leichter vorgestellt, weil es ja so ein bisschen meliert sein sollte, also gespeckelt das Garn. Ich wollte kein Singlegarn, da habe ich immer so ein bisschen die Befürchtung, aus reinem Singlegarn zu stricken, dass das Ganze dann furchtbar pielt. Wie sind da eure Erfahrungen zu diesen Singlegarns und Pullovern? Ich weiß es nicht. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil ich es mal einmal verstrickt habe und der pielt unglaublich, der Pullover. Vielleicht habe ich da aber auch gerade das unpassende Garn und ich habe es vielleicht auch mit zu großer Nadelstärke verstrickt. Ich glaube, da müsste man eher eine kleinere Nadelstärke nehmen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich dort dann die Finger davon gelassen und ja, dann blieb gar nicht mehr so viel übrig. Aber ich bin fündig geworden. Und zwar bei der Westerwälder Wollschmiede habe ich, das ist die Farbe 1, das ist die Farbe 2. So, und jetzt habe ich zu wenig Hände. Das ist jetzt schon mal doof. Dann mache ich es so. Das ist die Farbe 3. Und ihr seht schon, das Farbschema ist gar nicht mal so typisch für mich, so ins ja, pinkige oder Erika-farbene von der Farbe her. Wobei ich glaube, die Farbe ja, passt schon ganz gut zu mir. Ich bin jetzt eh nicht so ein Typ, wo so empfindlich ist bei verschiedenen Farben. Ich kann fast alles tragen, außer Schwarz. Schwarz geht gar nicht. Und ja, und es kommt noch eine vierte Farbe dazu. Da bin ich im Moment noch so am Überlegen. Gekauft habe ich das hier dazu. Das ist jetzt relativ ähnlich zu dem, eben nur gedeckt. Was mir aber auch gut gefallen ist, was ich dann in meinem Wollregal gefunden habe, ist der Ton. Obwohl jetzt hier bei dem Licht passt er gar nicht mehr so dazu. Ändert wieder alles. Also man muss das wirklich bei verschiedenem Licht betrachten. Nein, da ist dann der dann schon schöner, gell? Ich glaube, ich lasse das auch so. So habe ich es eingekauft und so werde ich es auch verstricken. Und nämlich für den habe ich auch schon eine andere Verwendung. Dann ist mir das auch ganz recht, wenn der da für was anderes hergenommen wird. Ja, und völlig unvernünftig habe ich dann auch gleich angeschlagen. Das ist immer so, wenn man neue Wolle gekauft hat und wenn man schon weiß, wofür man die braucht, dann will man irgendwie anfangen. Kennt ihr das? Also mir geht das so, das brennt mir dann so unter den Nägeln und da muss ich mich dermaßen beherrschen. Ich hatte am liebsten schon am Abend von dem Wollfest, wo ich heimgekommen bin, angeschlagen, habe mich aber dann doch noch ein, zwei Wochen beherrscht. Aber jetzt habe ich doch angefangen. Den Spector, den haben auch schon manche gestrickt. Ich habe ihn gesehen bei der Moma von Momas Wollwelt. Das schaut ganz toll aus bei ihr. Im Video habe ich ihn gesehen bei Karen von Karens Stickereien. Die hatte auch so eine kleine Gruppe dazu. Ich weiß nicht, ob ich da noch mit rein möchte, weil ich wahrscheinlich allen hinterher hinke. Und deswegen vielleicht doch besser für mich stricke. Dann habe ich keinen Druck. Ja, und soweit bin ich. Also man sieht es nicht viel. Genau, die Ellie von Verstrickt und Zugenäht strickt den auch. Also ja, liege ich voll im Trend sozusagen. Also ich habe mit dem hellen angefangen und ich finde, es kommt total toll raus mit diesen lilanen Sprenkeln da drinnen. Und ja, man sieht es noch nicht viel. Es ist eigentlich nur so ein Bündchen aus eins rechts verschränkt, eins links. Und dann werden diese Rippen angefangen. Ah, so, jetzt da. Ich sollte vielleicht euch auch die Vorderseite zeigen, ne? Wäre vielleicht gar nicht doof. Ganz, ganz richtig. So, genau, so rum gehört das. Genau, das kommt dann diese Rippen, die dann immer breiter werden. Im Moment sind es relativ viele linke Maschen zu stricken, stört mich jetzt aber nicht, weil ich stricke linke Maschen genauso wie rechte. Ab der Achsel kann man ihn dann umdrehen und dann strickt man ihn von innen nach außen. Das heißt, man hat dann nicht mehr so viel linke Maschen auf den Nadeln, sondern oder strickt die linken Maschen dann eben rechts oder
halt auf der Rückseite, sodass die Maschen dann rechts gestrickt werden können, sodass sie eben auf der richtigen Seite wie links ausschauen. Ja, also soweit bin ich hier. Und ja, dich, das interessiert jetzt auch überhaupt nicht, weil ja, anziehen kann ihn wahrscheinlich sowieso erst nächsten Winter. Also der wird schon irgendwann im Laufe des Sommers dann fertig werden. Ja, das waren meine zwei neuen Projekte und damit bin ich eigentlich jetzt ziemlich durch mit dem, was ich gewerkelt habe. Und ja, ist schon eine ganze Menge, wie ich finde. Und so, dann trinke ich erstmal einen Schluck Tee. Einen Rooibos-Tee habe ich mir gemacht, und zwar aus offenem Tee. Also ich mache meistens ganze Kannen voll Tee, weil ich immer in großen Mengen Tee trinke, und da habe ich sehr viel offene Teemischungen immer da. Ja, dann habe ich noch was anderes gekauft, das zeige ich euch auch gleich noch, und zwar mit dem Holzgarn die zwei Knäuel alleine jetzt auf die Reise zu schicken. Das würde sich ja überhaupt nicht lohnen. Ja, die würden sich auch total einsam fühlen wahrscheinlich. Deswegen musste natürlich noch ein anderes Garn mit. Und zwar habe ich nochmal von Heust gekauft. Zwei Qualitäten, die ich nicht gekannt habe. Und zwar die Qualität mit Alpaka. Das ist 100% Alpaka. Und es ist auch wirklich weich. Also da kann man nicht meckern. Also es gibt vielleicht Alpaka, das noch etwas flauschiger ist. Aber es ist wirklich nicht kratzig und fühlt sich sehr, sehr schön an. Und dazu habe ich das hier gekauft und die möchte ich zusammen zu einem Projekt verstricken. Ich weiß auch schon welches. Und zwar der All of the Lights von Jorge Locatelli. Das ist eine Jacke mit Lochmuster. Aber das braucht noch ein bisschen, bis das dann soweit ist. Das ist Lammwolle, also Wolle und Baumwolle gemischt. Die hier, die heißt Coast. Vielleicht kennt ihr die ein oder andere. Auch die ist relativ weich eigentlich, also nicht so störrisch wie die reine Schurwolle von Coast. Und das ist die Farbe Marlin. Der Name Marlin taucht heute dann nochmal auf. Und das ist eben dieses Alpaka in der Farbe Titicaca. Und die zwei zusammen, also die zwei Wollfäden zusammengehalten, das glaube ich gibt einen ganz schönen Effekt. Ich habe mal so ein bisschen schon was angestrickt, um es auszuprobieren. Kommt also ganz toll raus. Ja, dann habe ich mir nochmal Wolle bestellt. Da habe ich, was habe ich, genau, da habe ich noch eigentlich noch eine andere Wolle bestellt, weil ich da wenig hatte und da mal ein Projekt draus machen wollte, und die hatte die Wolle gerade da, weil das so ein Auslaufmodell ist. Die habe ich jetzt nicht rausgekramt, die zeige ich euch mal, wenn ich sie verstricke, aber die hatte eben von Garn von Itokino. Und das wollte ich ja schon immer haben. Und da habe ich mir jetzt auch zwei Kronen geholt, diese zwei. 50 Gramm Kronen. Ich habe gedacht, dass die vielleicht 100 Gramm haben, aber sind jetzt eben nur 50 Gramm. Ich glaube, die reichen mir zusammen für ein Projekt. Aber ich könnte mir das auch vorstellen, irgendwie so einen Sommertopf, vielleicht in Streifen oder irgendwie sowas aus diesen zwei Kronen zu stricken. Das ist die Farbe. Es ist beides mal 100% Seide, hat 425 Meter Lauflänge. Und das ist die Farbe Angora. Und das hier ist die Farbe Bordeaux. Ich glaube, da werde ich mir vielleicht diesen Sommer was draus anstrengen. Ich weiß allerdings noch nicht genau was. Jo, und was kam, ist noch bei mir eingezogen? Genau, das liegt hier. Mein Pompom Magazine ist angekommen. Das Pompom Quarterly. Das habe ich ja abonniert. Und The Botanical Issue heißt es hier. Und es sind wieder total tolle Projekte drinnen. Also total tolle Modelle. Ja, mir gefällt schon mal der Titelpulli total gut. Und da hätte ich auch passende Wolle da. Also das wäre was vielleicht, wo ich im nächsten Winter dann anschlage. Also der ist sehr schlicht, finde ich. Aber irgendwie so
Ja, so ein richtig Kuschel-Wohlfühl-Pulli. Was mir auch total gut gefällt, ist der hier. Allerdings gefällt mir dies auf der Vorderseite nicht. Also ich würde ihn vorne glatt stricken und nur hinten dieses Muster einstricken und vorne einfach, was ist das, mit linken Maschen glatt. Oder vielleicht nur das in der Mitte, ohne dass das dann so aufklafft. Das finde ich nicht so geschickt. Dann dieses Tuch finde ich auch total klasse, was drinnen ist. Also sehr federleicht. Es hat alles so ein bisschen am Pflanzen ist das angelehnt. Und was haben wir noch drinnen? Was mir auch noch gut gefallen hat. Jetzt hat es jemand rausgeklaut. Nein. Ach genau, das finde ich auch total süß. Das ist so ein Häkeltop. Auch da hätte ich passende Wolle, glaube ich, da. Und vielleicht versuche ich mich mal an einem Top zum Häkeln. Das habe ich noch nie gemacht. Also ich habe zwar schon gehäkelt, aber noch so richtig ein Kleidungsstück. Doch ein Kleid habe ich mal gehäkelt, aber das war eher so ja, eine Schrankleiche. Das habe ich nie oft angehabt oder fast gar nicht angehabt. Also, aber das könnte ich mir gut vorstellen. Das schaut sehr, sehr hübsch aus. Vielleicht probiere ich das mal aus. Also Pläne sind genügend. Damit wird es garantiert nicht langweilig. Ja, was habe ich denn noch gemacht? Genau, genäht habe ich noch. Ich habe eine neue Nähmaschine und hatte dann endlich auch mal Zeit zu nähen. Es war ein Projekt, das hat sich ziemlich lang hingezogen. Immer mal wieder ein bisschen genäht. Und ja, es ist vollendet. Und zwar habe ich mir einen Geldbeutel genäht. Den hier. Das ist das Modell Little Ruby von Hanse Deli. Und er ist meilenweit davon entfernt oder Lichtjahre davon entfernt, besser gesagt, perfekt zu sein. Aber trotzdem bin ich mega stolz darauf, dass ich den so hinbekommen habe. Ich bin ja nähtechnisch eher so Anfänger, auch wenn ich schon sehr, sehr lange schon nähe, aber ich hatte lang eine Pause drinnen und ja, ich bin eigentlich viel zu schusselig zu nähen. Also das ist etwas, was wo ich sage, ja, da bin ich zu ungenau einfach. Und nähen ist schon eigentlich, wenn man es richtig machen möchte, muss man sehr penibel und sehr genau sein. Hier hinten schaut das so aus. Und hier seht ihr, ja, da habe ich nicht alle Lagen gegriffen, das ist so ein bisschen doof, aber gut, so ist es geworden. Er besteht innen aus ganz, ganz vielen Fächern. Das ist so das Innenleben und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe bei einer Tasche habe ich festgestellt, da zeigen die Taschen nach unten. Also es sind so Einschubtaschen und normal sollten sie ja nach oben gucken und irgendwie ist falsch rum drin, aber das kann ich noch mal ausbessern. Wenn ich da mal Lust und Laune habe, kann ich das war das letzte Teil, was man eingenäht hat, darum war ich da wahrscheinlich auch überhaupt nicht mehr konzentriert und habe auch mein Hirn komplett schon ausgeschaltet. Auf jeden Fall, das kann ich noch mal auftrennen, das werde ich auch machen und dann richtig rum wieder einnähen. Und es hat dann hier noch ein Reißverschlussfach. Auch das hat gut funktioniert zum Einnähen, funktioniert auch und ja. Also er ist absolut gebrauchstauglich, also er ist im Einsatz. Ich mag ihn auch sehr, sehr gern und er hat halt seine Schönheitsfehler. Aber trotzdem, ich habe es geschafft, so einen Geldbeutel zu nähen. So rum. Ja, juhu. Da bin ich echt sehr glücklich und sehr stolz auf mich. Und ja, ich werde dann auch mal vielleicht wieder einen nähen und beim zweiten wird es dann hoffentlich schon etwas besser. Was habe ich noch genäht? Genau, das ist ein Projekt, das habe ich jetzt nicht mehr da. Und zwar die liebe Brigitte, die ich aus der Kunkelstube treffe und die auch das Stricktreffen hier bei mir in Bad Kronenbach organisiert, also bei mir in der Nähe. Die hatte Geburtstag und die hat von mir einen Projektbeutel bekommen, ein bisschen mit Füllung drinnen. Und ja, den habe ich auch so noch auf die Schnelle genäht. Es ist einfach so ein Zugbeutel. Aus dem
schönen Froschstoff, den es bei uns in Memmingen hier im Karstadt gibt und der schon, glaube ich, ganz berühmt ist, weil die Elli auch schon einiges damit genäht hat. Ich habe den jetzt auch mir mal geholt. Ich möchte mir davon auch noch eine Projekttasche nähen, also eben noch ein bisschen was übrig. Ich werde euch jetzt hier einblenden. Hoffe ich mal, dass ich dran denke. Falls er jetzt nicht erscheint, dann erscheint er einfach hinten am Video, wenn ich nicht die richtige Stelle finde. Ja, das war dann das, was ich genäht habe. So, was gibt es denn sonst noch? Oder vielleicht noch, was habe ich in Planung, bevor ich dann zu dem Sonstigen komme? Also geplant habe ich, wie gesagt, die Dinge fertig zu machen, was ich euch gesagt habe. Ich möchte aber auch auf jeden Fall mein zweites Projekt für meinen Jahreskarl, sechs Projekte in 2019 anschlagen. Das sind die Festonsocken oder Festonsocken, keine Ahnung, wie man es ausspricht, eine Anleitung eben aus dem Pompom Magazin, wie alle meine Projekte in diesem Karl. Ja, das ist die Nummer 4, die ich gewürfelt habe. Andere sind schon fertig mit ihrer Nummer 4. Ich fange erst damit an, weil ich die Nummer 1 ja noch nicht fertig habe. Aber Socken gehen relativ schnell und ich bin eigentlich ganz guter Hoffnung, dass ich da dann tatsächlich im April noch fertig werde und dann im Mai wieder mit dem neuen Projekt anfangen kann. So, das ist zumal dieser Plan. Und dann bin ich noch am Hin und Her überlegen, weil jetzt ganz viele wieder angefangen haben, den Zweigsweater zu stricken. Ja, und ich habe den ja schon oft auch gesehen. Ich habe ihn auch in Kieselbronn bei einigen Damen gesehen. Bei manchen gefällt er mir total gut und bei manchen gefällt er mir eben nicht so gut. Und ja, aber irgendwo überwiegt inzwischen so, dass die Meinung, dass es mir bei vielen gut gefällt. Und ja, und ich hätte auch die Wolle da und ich habe auch die Anleitung da. Und ja, und alle sagen, ah, der strickt sich so toll und so schnell. Und vielleicht nadel ich den demnächst auch noch an. Ich habe ja ein paar Projekte fertig, das Tuch und zwei Pullover und die Jacke wird dann fertig. Da habe ich ja dann wieder freie Nadeln und könnte dann vielleicht den auch anstricken. Das seht ihr dann das nächste Mal, wenn ich wieder aufnehme. Was hoffentlich jetzt nicht mehr so lange dauert, dass ich hoffe, dass ich jetzt wieder meinen 2-Wochen-Rhythmus finde, um euch von meinen Fortschritten zu berichten. Ja, was gibt es dann noch? Genau, das vom Wollfest habe ich schon euch erzählt. Dann gibt es nochmal kein Wollfest, sondern eine Messe ist das eher, die Nadelstiche in Oberstdorf. Die findet nächsten Sonntag statt, oder eigentlich nächstes Wochenende, 23. 24. März. Immer von 10 Uhr ab, Samstag glaube bis 18 Uhr, Sonntag bis 17 Uhr. Im Eissportzentrum dort. Ich war letztes Jahr auch dort, ist also ein recht schön. Wer dort in der Nähe wohnt oder nicht so weit hat, lohnt sich auf jeden Fall hinzufahren. Geht nicht nur um Wolle, sondern eben allgemein ums Handarbeiten. Also es gibt auch viel Stoff und ja, so drumrum alles zum Nähen und zum Sticken und eben auch Wolle und ja, es ist sehr, sehr kunterbunt und diese Mischung finde ich ist auch ganz interessant, dass man sich das anschauen kann. Ja, und man findet eben auch Wolle. Es stellen auch zwei Freundinnen von mir aus, die Sandra von Kunterbunte Wolle, von der ich hier auch schon öfters Wolle mal gezeigt habe, die hat dort einen Stand zusammen mit der Uschi. Die hat ein neues Label kreiert für sich, das heißt Fadenmacht und sie macht total tolle Projekttaschen. Also die schauen echt sehr, sehr professionell und sehr, sehr schön aus und sie hat wirklich auch ein Händchen für Farben und Stoffe. Also wenn ihr dort seid, guckt mal bei den zwei vorbei. Und falls ihr mich seht, ich bin am Sonntagvormittag auf jeden Fall dort, so habe ich es mal geplant. Ja, dürft ihr mich gerne ansprechen. Ich freue mich, mal jemand von euch persönlich kennenzulernen und ein paar Sätze dann mit euch auszutauschen. Ja, mal schauen, wen mich da treffe. Dann, genau, dann haben wir noch verschiedene Aktionen von der Kunkelstube. Die Kunkelstube ist ja hier bei mir ums Eck quasi, hat sie ihre Heimat im Bauernhofmuseum. Auch da geht es wieder los. Auch der Hinweis am 31. März, wer da kommen möchte, im Bauernhofmuseum in Illerbeuren, kann jeder kommen, kann jeder mitstricken. Ihr müsst auch keinen Eintritt zahlen, wenn ihr zur Kunkelstube kommt. Einfach am Eingang euer Strickzeug hinhalten und sagen, ihr kommt zum Kunkeltreffen.
Und dann dürft ihr in der Regel auch so rein. Also gab es bisher noch nie Probleme. Ich hoffe, dass es schön Wetter ist, dann können wir draußen sitzen. Falls nicht, sind wir entweder in einem der Häuser oder es gibt so einen pädagogischen Raum, wo wir uns dann auch aufhalten können. Und die Treffen finden immer am letzten Sonntag des Monats statt. Und jetzt eben hat das Bauernhofmuseum wieder geöffnet und da geht es dann wieder los bis zum Oktober. Und die Kunkelstube macht ja immer ganz viele Aktionen. Die Anja ist da total, ja, total aktiv und hat immer super tolle Ideen. Und ich glaube, die Idee, die ich jetzt vorstelle, kam eher von der Annette. Und zwar geht es um Solarfarben. Habe ich euch letztes Mal ja auch schon erzählt, dass ich da unbedingt mitmachen möchte. Und ich habe mich inzwischen auch schon eingedeckt. Und zwar habe ich so große Gläser, 5 Stück an der Zahl, natürlich dann auch mit Deckel. Ich habe mir Wolle bestellt, die habe ich jetzt nicht da. Und ich habe verschiedene Färbematerialien da. Ich hole mal das Ganze hier hoch. Da muss ich nicht immer so komisch mich verbiegen. Und zwar habe ich die bestellt beim Wollschaf, glaube ich. Die hat also relativ gute Auswahl und steht auch immer so dran, was da dann rauskommen soll. Wobei ich glaube, dass immer auch so eine spannende Geschichte ist, ob das dann so rauskommt, wie es dann soll. Ich lasse mich auf jeden Fall überraschen. Was habe ich an Färbematerial? Das packe ich dann nächste Woche, im Laufe der Woche mal, muss ich vorbereiten. Und am Wochenende, 30., 31., wird dann gestartet mit dem Solarfarben. Und zwar habe ich mir besorgt, das ist Blauholz. Das schaut jetzt rot aus, aber wenn es Blauholz heißt, soll das wohl einen Blauton geben. Gucken wir mal. Dann habe ich Grapp. Das gibt einen Rotton, soweit ich weiß. Dann habe ich Orleanssaat. Da weiß ich nicht mehr, was das gibt. Muss ich nochmal nachschauen. Und da steht auch dran, Achtung, Alkana färbt auch durch Plastik. Das ist Alkana. Also wirklich sehr, sehr hochfärbend. So, die habe ich mir besorgt. Dann sammle ich noch parallel fleißig Zwiebelschalen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich genügend habe bis dahin. Muss ich mal gucken. Oder ich vielleicht wird es dann eben eine etwas sanftere Färbung, also vielleicht nicht so farbintensiv, muss ich mal oder schauen. Weil so Pflanzenmaterial im Garten hätte ich natürlich auch einiges. Ich habe auch schon an Rhabarberblätter oder so gedacht, aber da muss ich erst mal gucken, wie weit die Vegetation schon ist. Vielleicht mache ich das dann in einer zweiten Färberunde, dass ich da dann eigene Pflanzen aus dem Garten eben verwende zum Färben. Und in der ersten Runde eben die getrockneten Materialien. Was ich auch noch bestellt habe, ist Alaun. Das braucht man, um die Wolle vorher zu beizen, also um eine Beize herzustellen, um die Wolle vorzubereiten. Ja, ich muss mich noch mal genau einlesen, wie es geht. Und dann starte ich und dann bin ich sehr gespannt. Also das wird mit Wasser wird dann die Farbe und die Wolle in diese Gläser gefüllt und dann stellt man die an einem schönen sonnigen Platz. Ich habe auf meiner Terrasse ein Regal, da stelle ich das hin, da habe ich es dann auch immer im Blick und da scheint hoffentlich dann viel Sonne drauf die nächsten 4 Wochen. Ich hoffe nicht, dass wir da irgendwie noch so einen Wetterumschwung kriegen, dass 3 Wochen nur regnet und grau ist. Aber wenn es das ist, dann lasse ich es halt noch einen Monat länger stehen, was soll's. Und dann schauen wir einfach, was rauskommt. Eine spannende Geschichte. Also es ist ein Experiment. Wir hegen alle keinen Anspruch darauf, dass das jetzt super perfekt ist und ja, dass das, was rauskommt, irgendwo total super ausschaut oder so, sondern wir lassen uns einfach so ein bisschen überraschen, was uns da aus den Gläsern dann entgegenspringt. Und schauen wir dann auch mal, was wir draus machen. Ja, das ist die eine Aktion. Dann gibt es einen neuen Kunkelkahl. Der hier ist ja jetzt fertig. Und der neue Kunkelkahl ist das Tuch Riesiger Marlin. Ich glaube, Corinna Tengler ist die Designerin. Ich bin mir aber jetzt nicht sicher. Ich habe vergessen nachzugucken. Und es ist ein total schönes Tuch. Schaut mal nach. Googelt es mal oder schaut bei Revelry. Seine Kaufanleitung und es gibt sogar einen Rabattcode. Wenn er auf die Kunkelstube guckt, bekommt er da etwas Rabatt auf die Anleitung. Und so ein halbrundes Tuch ist ziemlich groß. Man kann auch prima Reste verwerten.
Ich werde allerdings, glaube ich, keine Reste verwerten. Ich habe mir schon Wolle rausgesucht. Die zeige ich euch dann das nächste Mal. Anmelden kann man sich ab dem 13. April. Da wird wieder so eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Da braucht man immer ein bisschen Zeit zum Lesen, wenn man alles lesen möchte. Man muss aber nicht alles lesen, weil es meistens recht viele Teilnehmer sind. Man kann aber auch einfach so mitstricken. Und der Start von dem Karl ist der 20. April. Es steht schon alles auf der Seite der Kunkelstube, die unten verlinkt ist, wie die Abschnitte eingeteilt sind. Und ja, würde mich freuen, wenn viele von euch mitmachen. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei und mal schauen, was da wieder für super tolle Tücher entstehen. Also es ist wirklich immer super, auch bei diesem, bei dem Belated Harvest, haben ja auch ganz, ganz viele Frauen mitgestrickt. Ich glaube, waren nur Frauen über 70, auf jeden Fall waren es allein in der WhatsApp-Gruppe. Und man sieht dann einfach so viele verschiedene Farbkombinationen und eine schöner wie die andere. Also man sieht einfach, was für Varianten da möglich sind. Ja, und das letzte Hinweis jetzt, bevor ich dann endgültig zum Ende komme. Ich quatsche jetzt auch schon eine Stunde, so lange möchte ich eigentlich gar nie reden, aber naja, es ist ein bisschen eine Ausnahmesituation diesmal, weil so lange Pause dazwischen war. Also das Letzte, worauf ich hinweisen möchte, ist unser Strickrekord. Wir haben ja letztes Jahr schon einen gemacht. Dieses Jahr starten wir wieder. Unser Ziel ist es, dass wir uns selbst überbieten. Der Strickrekord findet wieder am World Wide Knit in Public Day statt. Das ist der 8. Juni. Und zwar in Memmingen und diesmal nicht am Theaterplatz, sondern vor dem Karstadt. Er bekommt sicherlich noch genauere Hinweise, wo das ist. Wenn ihr aus Memmingen in der Umgebung seid, findet ihr es sowieso. Und ansonsten werde ich es euch auf jeden Fall auch nochmal im Video genauer erklären. Aber ich glaube, ich brauche das jetzt nicht jetzt schon im März genau erklären, wo man dahin muss. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz toller Platz. Besser noch als letztes Jahr, finde ich. Weil man hat die Möglichkeit, A, sich in den Schatten zu setzen. Und wir haben sogar ein Schlechtwetterprogramm dann. Also weil dann Teile davon überdacht sind. Das funktioniert dann auch. Und natürlich haben wir schönes Wetter bestellt. Es wird natürlich auch wieder schönes Wetter sein, da bin ich mir ganz sicher. Und es wird wieder ein ganz, ganz toller Tag werden mit ganz, ganz vielen tollen Leuten. Und ich freue mich schon wahnsinnig drauf. Und ja, ich glaube auch fest dran, dass wir unseren letztjährigen Rekord knacken und wieder ganz viele zu uns kommen und uns unterstützen bei unserer Aktion. Aber plant schon mal den 8. Juni ein, vielleicht wenn ihr hier aus der Umgebung seid oder vielleicht wollt ihr mal, das ist auch der Anfang der Pfingstferien, vielleicht wollt ihr ein paar Tage Urlaub im Allgäu machen und das als Starttag dann verwenden für euren Urlaub. Auf jeden Fall würde es mich freuen, ganz viele von euch dort zu treffen. Ja, und damit schließe ich jetzt endlich. Mir tut auch schon langsam der Hals weh vom vielen Reden. Ich wünsche euch wunderbare 2 Wochen. Genießt den Frühlingsanfang, genießt die Sonne, lasst es euch gut gehen, klappert fleißig mit den Nadeln, lasst keine Maschen fallen und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!